So Leute, damit ein herzliches Willkommen und würde mal sagen, let's go. Ich würde mal als erstes sagen, wir schauen mal natürlich mal wieder in der Stadt herum, wo wir da irgendwie was zum Tun haben, weil ein paar Sachen haben wir sich hier schon mal angeguckt. Wir haben da ein paar Nebenquests auf Deskframe sowieso. Da würde ich mal sagen, let's go. Ich hoffe, das wird wieder so geil wie das letzte Mal, dass wir da wirklich zufällig so ein Hapschi von Der uns Menschheit gefunden ist haben. das Oh, Blut. das habe ich gefeiert. Das Ein habe ich Kumpel richtig versteckt gefeiert, sich dass wir unter Tor. plötzlich ein Sehen Hapschi Sie das finden. Respekt der Straße Angebot auf. Ah, hoppala. Da muss ich gleich mal um die herumgehen. Scheiße. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin gespannt. Wir haben da noch zahlreiche Nebenquests. Würde mich zwar trotzdem gern freuen, dass ich da jetzt endlich irgendwann einmal nach Skellige komme, aber ich warte noch lieber. Ich habe mich auch im Questmenü ein bisschen umgeschaut. Wir haben noch relativ viele Missionen auch so schon offen. Und wir sind einfach nur zu schwach dafür. Dann haben wir doch gehabt, sowieso, wenn wir mal alles gemacht haben in der Welt und alles drum und dran, glaube ich, dass wir da sicher schon ein Scheiße. gewisses Level dann haben werden. Definitiv. Und dann kommen das Skellig und dann sind wir komplett überklevelt und dann machen wir so. Und sonst sind sie alle weg, wie nix. Aber da hat der Schmied anscheinend ein Wie hast du Problem, das mit dem reden wir jetzt geschafft? einmal als nächstes. Mal schauen, wo der überhaupt, wie wir da überhaupt reinkommen. Wurscht, ein bisschen Einbruch ist auch nicht so schlecht. Ah, das schaut eh Ich gut habe aus. dein Programm. Haha, servus Bro! Falsche Adresse. Servus Digi! Jetzt. Was hast du im Angebot? Redanische Knödel. Spezialität des Hauses. Sehr zu empfehlen. Wieso Donnerwetter. nicht? Ein Fatgan in meinem Hause. Kann doch nicht sein. Woher weißt du, dass ich ein Hexer bin? Machst du Witze? Warum hättest du sonst dein Silberschwert? Das ist aus Mahakam, nicht? Etwa 40 Zoll lang. 40,5. Beeindruckend. Du bist offensichtlich vom Fach. Ich bin Aper Hattori. Früherer Meisterschwertschmied. Heute Meister Knödelkoch. Geralt von Riva. Ist mir eine Freude, Geralt. Wie kann ich dir helfen? Möchtest du einen Knödel versuchen? Na sicher wollen wir eins probieren, oder? Na komm, lass kosten. Wenn er uns schon so zum 10. Mal wieder anbietet, kost, kost, kost. Bloß nicht ausspeim. Gleich mal vergift, Mmh, Alter. lecker. Ja, lecker, ja, Fertig. immerhin. Kann ich sonst noch Zwar was für zum dich tun? Meisterschnitt zum Knödelbäcker. Ui. Ich suche einen guten Schwertschmied. Kennst du einen? Drei Schwerter auf dem Rücken? Ist das nicht etwas reichlich? Netter Scherz. Im Ernst, schmiedest du noch Schwerter? Selten. Ich mache jetzt den Knödel. Muss von irgendwas leben. Aber ich vermisse Hammer und Amboss und Blasebalg. Wenn dieser verwünschte Van Horn nicht wäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich werde einen Hexer nicht mit Knödeln langweilen. Komm, ich zeig dir was. Na, okay. Müssen wir das gleich abkaufen, oder wie? Umfangreiche Sammlung. Erstklassig Ja. obendrein. Danke. Nicht schlecht, das kostet Ja, sicher, und oder wir jetzt müssen was für Andenken ihn dabei. machen. Entweder oder. Ah, ich glaube, das wird sicher viel kosten. Beste. Uff. Verdammt schade, dass du Uiuiui. keine mehr schmiedest. Ich würde meines gerne durch diesen Stahltyp ersetzen. Jemand mit deinen Fähigkeiten, wieso zum Henker knetest du Knödelteig? Es mag dich überraschen, aber Knödel werfen mehr ab. Sie sind auch viel sicherer. Keine Händler, die verschwinden oder als Krüppel enden. Verstehe. Da kontrolliert wohl jemand Novigrads Schmiedemarkt. Offiziell nicht, aber der ganze Nachschub geht durch Ernst van Horns Hände. Wer oft genug Karten mit Hacker spielt, heißt es. Ernst van Horn? Wer ist das? Ein Mann, der klein angefangen hat. Mit einer winzigen Hafenwerkstatt. Aber er ist umso ehrgeiziger. Ihm war klar, dass er in Sachen Talent nicht mit anderen Schwertschmieden mithalten konnte. Darum griff er zu anderen Maßnahmen. Was für Maßnahmen? Hier etwas Verleumdung, dort ein paar billige Aufkäufe von Geschäftsschulden und ein paar Übernahmen. Und als es sich bei der Konkurrenz um einen verfickten Anderling handelte, beschuldigte er ihn, Hafka zu sein. Damit hat er dich drangekriegt? Ich habe nicht kampflos aufgegeben. Ich bin zum Rathaus gegangen und habe verhandelt,
aber vergebens. Er stand schon unter Hackers Schutz und dem stellen sich in Novigrad nur wenige in den Weg. Mhm. Gut zu wissen, gut zu wissen. Aber hast schon du Ziel. Versucht zu verhandeln? Mit Van Horn? Du scherzt wohl. Das ist ein herzloser Bastard. Spiel nach seinen Regeln und bezahl ihn oder verschwinde aus dem Geschäft. Hm, verstehe. Ich will mich nicht beschweren. Knödel haben sich als wunderbare Einkommensquelle erwiesen. Es ist nur... Tja. Du vermisst die Hitze des Schmiedefeuers. Hast du versucht, deine Rohstoffe woanders zu bekommen? Diese Unterwelt-Halunken kontrollieren alle Quellen. Wie soll ich mit denen reden? Hm. Würdest du mir helfen? Leben gern auf das habe ich geworden. Na sicher, hilf mir da. Aber natürlich, du musst natürlich auch das Schwert aufpassen oder die Rüstung, sonst helfe ich da nicht. Ich soll dir bei der Rohstoffbeschaffung helfen? Nein. Wie denn? Ich würde sagen, machen wir die Meier. Als Leibwächter. Das steigert mein Selbstvertrauen. Um ehrlich zu sein, vor kurzem habe ich versucht, Eisenlieferungen mit einem Mann vom Bettlerkönig auszuhandeln. Ja, der König würde kein Embargo dulden, das Hacker verhängt hat. Er hat einen unverschämten Anteil des Profits verlangt. Ich dachte, du könntest mir beim Nachverhandeln helfen. Nicht umsonst. Bestimmt können wir uns auf eine Summe einigen. Ach, da würde ich mir aber mehr... Ja, sicher. Vergiss den Schrott. Safe. Ich schmiede dir ein Schwert, mit dem du Götter töten kannst. Oh, geil. Ich weiß nicht, ob ich was mit den Unterweltlern zu tun haben will. Ich brauche dringend deine Hilfe. Van Horn müsste eigentlich Van Hurensohn heißen. Das ist schon hier. Ich wäre dir für immer dankbar. Plattenrüstung? Sie ist dein. Lieber ein Katapult oder Tribok? Egal. Egal was. Hauptsache, wir haben sogar was Besseres. Alter. Sehr interessiert. Die Vereinbarung. Oh ja. Gut. Vereinbare ein Treffen. Wunderbar. Treffen wir uns beim Kran an den Docks, wenn es dunkel ist. Aber die hättest du ruhig gleich sagen können, wir sollen den Bodyguard spülen. Was? Okay, wie stark ist das? Ach du Scheiße. 4,20. Okay, machen wir's anders. Machen wir einen anderen Plan. Machen wir doch die Story, hätte ich gesagt gehabt. Naja, weil wenn wir 100.000 Missionen jetzt dann aktivieren und dann besser ist. Ja, okay, ja. Schau mal lieber da, dass wir die Story machen. Würde sagen, auf nach Skellige. Ja, haben wir doch gehabt, ja, schön und gut, 100.000 Missionen etc. Aber wenn die alle so heftig sind, ach, da scheiße ich dann da lieber drauf. Weißt, dann mache ich lieber meine 24, 25 und dann komme ich gern nochmal hierher. Und dann können wir ruhig alle Nebenquests machen. Weil ich glaube so circa bis 25. Und dann haben wir sie hier. Dann haben wir es voll chillig. Mit wem muss ich denn da überhaupt drehen? Das ist ja. Jo, ich nehme das ab. Hoppala. Und das nehme ich mal, und das nehme ich mal. Muss ich mit dir reden? Mit wem muss ich hier überhaupt? Ah, du schaust aber irgendwie vertrauenswürdig aus. Ah, perfekt. Bist du der Kapitän dieses Kahns? Was schert dich das? Weil ich wohin muss? Aber wie nett, nette Begrüßung hier. Ich reise nach Skellige, dort muss ich hin. Dann schwimm. Die Inselbewohner und die Schwarzen, alle greifen uns in diesen Gewässern an. Niemand segelt derzeit auf dieser Route. Komm schon, wer mit den Clans verhandelt, den lassen sie in Ruhe. Ich bin mir sicher, jemand hat das schon mal gemacht. Unwahrscheinlich. Außer vielleicht der dämliche Bastard Wolfstein von der Atropos. Ein Lügner, ein Dieb und ein Arschloch. Vielleicht hat er mit den Schweinehunden verhandelt. Hm. Wo finde ich ihn? Meistens in einem Schweinestall. Sonst im goldenen Stör. Frag nach Flachmann. Jeder kennt ihn. Hm. Okay, ja, kein Problem. Fragen wir mal nach. Ne, ich bin gespannt. Flachmann. Hört sich auch schon mal gut an, der Name. Ich frag mich, von wo er den Namen hat. Müssen wahrscheinlich immer einen eingesteckt haben. Hui.
Oder wird wahrscheinlich auch bumm zu die ganze Zeit sein. Oh, herrliche Mädels. Servus. Huhuhu. Ja, Schlägerei. Cool. Fällt's mir auch gleich. Nein, wir haben leider eine Mission. Captain? Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Keine Ahnung, Mann. Ich muss nach Skellig. Meine ja, der wird uns sicher fahren. Wir setzen bald Kurs auf Art Skellig. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Hast genug Geld? Der Safe? Was? Was? Ja, okay. Hier. Oh Mann, Tausender! Oh Mann, oioioi. Jetzt beginnt ja schon immer besser die Aufnahme. Scheiße, Tausender, Alter, ich hab so lange gespart für die Scheiße. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Die See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Na, Logo. Ui, das kann eine Fahrt werden. Bist du deppert? Auf den Wind, aufs Glück und auf meine starke Atropos. Alter, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Brudi, was machst du was trinken, Junge? Wieso trinkst denn du nix? Bah, so ein Arschloch. Der muss was trinken. Na, das ist ein Wichser. Der muss was trinken. So ein Battle. Das kann er ja nicht tun, dass der nichts trinkt. Wird narrisch. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Na, bist du narrisch? Meuterei oder was ist da los? Alter! Ui! Ui, na komm her, Bulli, na komm her! Wie lieb! 15 sogar! Na, scheiß die Wand da! Na, komm mal her, du Huren! Wow! Da kauft mir gleich jeder! Super! Bin ich jetzt der Feind für jeden, oder wie ist das? Wart! Machen wir gleich die. Ah, du kleine Pisser, du! Nimm gleich mal die Feuer an hier! Flamme an! Komm! Na wart! So. Warte, wen machen wir dann? Ja, machen wir mal den, Wichser! Komm, was ist denn ab? Alter! Der Huhn, Alter, mit dem Scheißbogen, Alter! Mit der Scheißarmbrust, Alter, soll scheißen gehen! Okay, oh, schade, keine Meuterei! Ja, das wär's! Und dann auch noch von Captain Boom zu! Ja, das ist eine nette Fahrt. Eieiei, jetzt hat er sich ja auf den Schädel kassiert. Na, bist deppert. Ja, das war eine nette Fahrt. Nein, einfach nur so. Ja, reiß mir einfach mal um. Nein, aber annähernd, Alter. Nein, einmal annähernd. Pff, aber Halbertie. immerhin. Geschafft haben wir's. Willkommen in Skellige. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Okay, aber ist es dein Begleiter? Den hätte ich auch gern. Ich bin also auf Art Skellig gelandet. Immerhin. Du hast es rausgefunden. Du trägst die Farben des Clans Ankret. Ihm gehört Art Skellig. Du warst auf der Atropos, oder? Ja. Ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos?
Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Arzgellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Vielleicht ist sie es, die du suchst. Ja. Da können wir ja vielleicht sogar das ein oder andere mit ihr anstellen. Ja, okay, ganz schnell hin. Höre ich da einen Anflug von Verachtung? Gute Ohren. Die Leute sagen, dass diese Hexe Krach um ihren Finger gewickelt hat. Kommandiert ja, dann ist es definitiv sie. 100% safe. Wie es für Hexen üblich ist. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Ah, diese Titten. Sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Hey, die Titten sind schon wichtig, Arschloch. Nee, machen wir lieber das obere. Sagen wir da lieber nicht so jetzt so gleich einmal für den Anfang so ein bisschen feindlich. Machen wir lieber auf Leinwand. Ja, machen wir lieber auf Leinwand. Ist nicht so übel, wenn du sie einmal kennengelernt hast. Ich nehme dich beim Wort. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Ideal. Wow, der schwankt noch ein bisschen. Der braucht noch ein bisschen. Ah, jetzt hat er es geschafft, oder? Ja, jetzt hat er es geschafft. Jetzt muss ich mal gleich mal die Karten anschauen.